Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir uns aufgemacht zum nächsten Stall und sind jetzt unterwegs, nachdem wir den Bongo-Mann bzw. den Trommelmann zurückgeholt haben, uns die nächste Fee zu holen bzw. die letzte Fee zu holen, um dann jetzt auch unsere Rüstung und Equipment auf die Maximalstufe hochleveln zu können. Sollten wir die entsprechenden Materialien dabei haben, was uns, glaube ich, aktuell noch primär überall fehlt. Aber hey, das wird noch. Okay. Da hinten sehen wir schon sanft die Rauchschwaden aufsteigen. Insofern, los geht's. Ich hoffe, ich krieg's geschissen. Ich habe nämlich wieder schön andere Dinge gespielt und Nintendos Steuerungsset ist halt immer so ein ganz eigenes, ne? Das ist so was ganz Besonderes. Oh, Entschuldigung. Erstmal an dieser Stelle wieder vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen Kommentare und auch, hämisch ist, glaube ich, das falsche Wort, aber eure erfreuten Kommentare, als ich letzte Woche einfach mal eben so 400 Irrlichter genommen habe und dachte mir, komm, so ein Irrlicht, das kann man auch einfach mal wegwerfen. Warum denn nicht? Und kaufe mir meine grimmige Gottheitrüstung ein doppeltes Mal. Das war schön. Das war schön. Boah. Ist doch gut. Aber ihr seht, es bleibt alles beim Alten. Es wird wundervoll. Was man hätte Sinnvolles dafür kaufen können, ist tatsächlich diese Miasma-Rüstung. Die geht wohl für diese Irrlichter weg bei den Statuen. Insofern hätte man sich gönnen können. Dann hatte Xojiron noch angemerkt, dass ich doch eigentlich Futter für den Untergrund machen wollte, hier so Miasma-Heilungsfutter. Hat er natürlich absolut recht, wollte ich machen. Aber wir hatten ja jetzt den Plan, nicht mehr im Untergrund zu sein, sondern wieder die Oberwelt zu erkunden. Deswegen habe ich natürlich jetzt erstmal normales Essen gemacht, weil Untergrundessen brauchen wir ja erst dann wieder, wenn wir in den Untergrund gehen. Und das, da machen wir jetzt erstmal Pause. Es gibt wohl, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich habe da wieder mal Xoji noch nicht so richtig verstanden. Es gibt wohl neben dieser Quest mit den Statuen, die ich jetzt gemacht habe, mit diesen Magier-Statuen, gibt es wohl noch eine Quest mit Statuen. Und zwar diese mit den alten Rittern, die Waffen halten. Und denen kann man wohl auch folgen. Habe ich das jetzt richtig verstanden, Sojiron, dass das noch eine weitere Quest ist? Weil wenn ja, dann habe ich das irgendwie die ganze Zeit nicht gecheckt. Ich dachte immer, du meinst die Magier-Statuen, aber da scheint es noch eine weitere Quest zu geben, wo man dann diesen Rittern durch den Untergrund folgt. Haut's mir gerne nochmal in die Kommentare. Dann machen wir die natürlich auch noch, aber eins nach dem anderen. Jetzt gucken wir erstmal hier bei unserem wunderbaren Ensemble. Oh, ich würde dir jetzt so den Bauch kraulen, ne? Oh, jetzt regnet das jetzt dann nicht mehr, weil dann ist so ein nasser Hund und ein nasser Hund riecht. Naja, ihr wisst das schon. Moin Leute, seid ihr wieder komplett? Kann abgehen? Ja, geil. Ja, ja. Oh, mein reisender Freund, sieh nur. Nein, hör nur. Beats, unser wackerer Trommler Beats ist wieder bei uns. Was bin ich nur für ein lausiger Ensembleleiter? Meinen Musikanten solche Sorgen zu bereiten. Ey, der hat doch keine Sorgen bereitet, er wollte dir Honig bringen. Das schwindende Publikum war natürlich nicht gerade motivationsfördernd. Ja, ja. Aber jetzt schlägt das Herz des Ensembles zügellos wieder im Takt von Beats. Trommel. Das ist doch schön. Wenn nur ein einziges Mitglied fehlt, geht es einfach nicht. Es müssen alle an Bord sein. Und zusammen sind wir das Ensemble. Nein, das Grand Ensemble. Zügellos. Du hast uns auf dem finstersten Moll zurück zum glorreichsten Dur geholfen, Reisender. Danke, 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 danke. Und nochmal Dankissimo. Fünfmal danke, danken wir dir. Einmal für jeden einzelnen von uns. Ja, ja. Ja, ja. Also gut, meine Herrschaften. Das ist ein neuer Start für das Grande Ensemble zügellos. Unsere Auftritte sollen alle großen Feen, nein, alle Reisenden. Nein, nein, unsere Auftritte sollen alle Leute auf der Welt mit sanften Klängen glücklich machen. Fühl ich. Verzeih mir, dass ich so viel plaudere. Ich bin ekstatisch. Ekstasissimo. Übrigens, mein reisender Freund. Machst du dir Sorgen um die große Fee? Ja, das war der Hauptgrund, warum ich jetzt hier aufgetaucht bin, weil ich gesehen habe, dass hier noch eine Fee in ihrer Knospe drin ist und das finde ich nicht so gut, ne? Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal vorbei oder was, ne? Wir gehen rein. Oh. Uch, na, da lag ich wohl falsch, wie es scheint. Ich dachte bloß, du wärst hierher zum Stall der Zwillingsberge gekommen, um die große Fee Kotura zu finden. Und das war echt der Plan. Leider versteckt sie sich auch diese hiesige große Fee in ihrer Blumenknospe. Und will nicht hervorkommen. Leute, übrigens, falls ich heute noch undeutlicher spreche, trotz meiner komischen Schiene im Mund, ich habe auch gerade noch so ein Halsschonungs-Revoice-Lutsch-Pastillen-Ding in der Schnute, dass ich so, wie so, wenn das feucht wird, dann blubbert das so auf und wird dann so ein schaumartiges Ding.
Ich dachte, ich schaffe das wegzulutschen, bevor das hier losgeht, aber habe ich nicht geschafft. Das ist auch gerade noch mit dabei als erschwerendes Ding. Aber ihr seht, ich gebe alles für meine Stimme, dass sie ja hier bleibt. Deswegen momentan in die ersten Runden Let's Play haue ich mir immer dieses Gedo-Revoice noch rein, um dann noch so einen schützenden Schleimschicht um den Hals zu kriegen, damit ich auch ja keine Wunde bekomme. Ey, ist verrückt. Also ihr seht, ich gebe alles, ne? Bestimmt ist sie verschreckt, genau wie die große Fee am Stall des Waldes und zeigt sich einfach aus Angst nicht. Die große Fee dieser Region war ganz verliebt in Beats Trommelei. Die Klänge seiner Trommel machten sie sehr froh. Ich würde sie ja nur zu gerne mit etwas Getrommel aufweitern, bloß unser Wagen ist mal wieder gar nicht mehr da. Die Brücke über... Achso, doch. Die Brücke, über die der Weg zur großen Fee führt, ist kaputt. Mit Pferdewagen scheint es aussichtslos, es ans andere Ufer zu schaffen. Oh. Herr Kapellmeister, wenn die Brücke hinüber ist, könnte man dann nicht einfach durch den Fluss durchwarten? Bist du wahnsinnig? Auch eine Idee. Was soll's? Marschieren wir einfach durchs Wasser. Gut, der Beschluss steht fest. Dann mal los, Leute, alle rüber zum Fluss. Ja, ja. Wenn die große Fee sich wieder zeigt, dann wird sich ganz sicher auch dir ihren Segen schenken, Reisender. Wenn du Lust hast, begleite uns doch zu ihr. Machen wir... Ich habe da kein gutes Gefühl. Ich glaube, wir müssen die Brücke wieder heil machen. Aber ich möchte erstmal den Plan sehen, wie sie da versuchen, irgendwie rüberzukommen. Da, 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 da. Große Bruderbrücke. Wo sind sie denn jetzt? Ach, da. Bauen wir da ein Boot oder wie läuft's? Ja, das wird interessant. Da könnt ihr, glaube ich, nicht durchwarten. Guck mal, wie tief das ist. Und mit den Instrumenten, die rosten doch und so. Mal gucken. Wegen der kaputten Brücke wollten wir den Fluss hier überqueren, aber hier war Ende Gelände. Die Räder abzunehmen und den Allegro schwimmen zu lassen, war aufgrund der Strömung keine gute Idee. Die große Fee ist so nah und doch so weit, so fern. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Die große Fee ist gleich dort drüben. Genau wie die große Fee in der Nähe des Stalls des Waldes hat auch sie sich vor Angst eingeschlossen. Sie hat das Trommelspiel von Beats immer geliebt. Deshalb würden wir sie gerne damit aufheitern. Aber die Brücke ist unbenutzbar. Der Allegro ist leider kein Amphibienfahrzeug. Wie kommen wir bloß zur großen Fee, ohne im Fluss zu ertrinken? Es ist die Frage, müssen wir das Ding umbauen in ein Amphibienfahrzeug oder sollen wir die Brücke reparieren? Muss man gucken. Ich glaube, die Brücke ist zu im Arsch. Da machen wir einfach ein Amphibienfahrzeug draus. Hier ist auch ein Segel und so. Ja, ja. Das wird ein Amphibienfahrzeug. Das geht gar nicht anders. Das machen wir jetzt mit dem Allegro. Das dürfte doch gar nicht so schwer werden. Wenn wir da jetzt... Ups. Dieses Holzbrett nehmen. Guck mal, das sind sogar zwei. Easy. Das wird. Schau mal, das ist auch so ein Elektroverstärkungsding. Ich habe da ein gutes Gefühl. Also... Warte, erstmal müssen wir das gerade drehen. So. Dann legen wir mal hier ein Holzbrett hin. Wir machen gleich zwei Holzbretter drauf. Das ist ja dann eine riesen Fläche. Da dürfte ja wirklich nichts schief gehen. Das geht dann auch definitiv nicht mehr unter. Weil so schwer ist dieses Allegro-Ding nicht. Dieser Wagen. So, pass auf. Geht mal ein bisschen zur Seite, Leute. Ich muss hier bauen. Also, das legen wir mal dahin. Das legen wir dann dahin. So, verbinde das mal eben so. Ja. Da knölzen wir dann den Allegro drauf. Einfach so mittig irgendwie. So. Dann kommt der hier ins Wasser rein. Guck mal, der schwimmt wunderbar. Aber wie sage ich denen dann Bescheid, dass das jetzt losgehen kann? Das war die Frage, ne? Hier haben wir auf jeden Fall noch... Was ist das? Ein Steuerelement? Ja. Das ist gut, das brauchen wir auch. Ich als Steuermann würde das mal hier so dran bauen. Da kann man sich ja so seitlich dann hinstellen zum Steuern. So. Und dann brauchen wir ja nur noch... etwas, um ein bisschen Geschwindigkeit drauf zu kriegen. Da nehmen wir dann einfach... Da hinten liegt er auch schon.
Den hier. Den packen wir dann hier so dran. Nachdem ich ihn gedreht habe. Wunderbar. So, reicht das schon? Merken die dann, dass das ein Steuergerät ist? Guck mal, 100%. Oh, oh. Das ist noch nicht so ganz gut. Irgendwie ist das nicht gut miteinander verbunden. Der Allegro, der hängt nicht sicher drauf. Da muss mehr gehen. So. Das, ach, war der... Okay. Die Achsen. Jetzt müsste das sicher sein, oder? Ich glaube, jetzt sind beide Achsen nämlich verbunden. Ja, guck mal, jetzt wackelt da nichts mehr. Jetzt ist es safe. So, die Frage ist, rallen die, dass das jetzt ein Boot ist, wenn ich die anspreche? Oder schnallen die das nicht? Ich versuch's mal. Ich habe da ein Boot gebaut. Das sollte funktionieren, Leute. So, wenn die Brücke kaputt ist, können wir vielleicht hier den Fluss überqueren, dachten wir. Aber ganz so ausgereift war die Idee leider nicht. Ich fahre euch eben hin, das ist kein Thema. Freudissimo, ich hatte schon so sehr auf diese Worte gewartet. Leute, rein in den Wagen, eher sich's noch anders überlegen. Nee, kein Thema, ich habe da ein gutes Boot gebaut. Also da braucht ihr euch keinen Kopf machen. Das solide, das ist gute Handwerkskunst, ne? Dass ich nass bin und tropfe, das ist ja nur ein Zeichen dafür. Oh, hallo. Der Ausdauerbarsch, der wollte es, ihr habt's gesehen. So, guck mal, das ist doch perfekt. Alle Mann, bitte festhalten, wir fahren jetzt los, ne? Es beginnt. Guck mal, die haben richtig Bock. Ma, ist doch hundertprozentig. Geiler geht das doch gar nicht. Ja, ich bin zufrieden mit unserer Arbeit. Habe ich schon mal erwähnt, wie cool dieses Game ist? Oi. Oh, große Fee, endlich sind wir hier. Also, Musikanten, alle fertig machen. Es geht um nichts Geringeres als die gute Laune der großen Fee. Und gute Laune ist immer wichtiges Programm hier auf dem Kanal, ne? Das wisst ihr ja. Gib alles, große Fee. Ist das nicht schön, dass das Ensemble wieder komplett ist? Keine Ahnung, Mann, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber ist auch egal. Er wird sich da schon was beigedacht haben bei dieser Animation. Moin, Kultura. Die Kraft der Musik, Leute, ich sag's euch. Oh, die große Fee hat ihr liebliches Antlitz gezeigt. Und ihre einsiedlerische Phase scheint jetzt auch beendet. Das schlägt doch gleich mein Herz höher und meine Trommel sowieso. Die Musik des Ensembles Zügellos ist wahrhaftig das Patientrezept gegen Angst und schlechte Laune. Ja, ja. Ja, ja. Noch einmal tausend Dank. Hier habe ich eine Belohnung für dich, die dir die Tasche sprengt. Komm schon, zieh dich nicht. 100 Rubine, naja, also taschensprengend würde ich das nicht bezeichnen, aber ist trotzdem nett, ne? Tröstet ein bisschen über meinen Fehlinvest der letzten Woche hinweg, ja. Ja, ja. Endlich ist meine Tasche leichter. Jetzt kann ich mich ganz aufs Dirigieren konzentrieren. Du kannst mir gerne noch, ich nehme da gerne noch mehr ab, das ist gar kein Thema, ne? Unser Ensemble konnte endlich für alle großen Feen spielen. Ich bin gerührt, ich bin inspiriert, ich zittere vor Glück wie eine tiefe E-Seite beim großen Finale. Ich danke dir vielmals dafür, dass du trotz aller Schwierigkeiten niemals aufgegeben hast. Jedes Mal, wenn die große Fee in unsere Musik gelauscht und sich gezeigt haben, ist unser Selbstvertrauen gewachsen. Wenn du mal wieder meinen Rhythmen hören willst, komm einfach jederzeit beim Stall vorbei. Bei einer Kostprobe meiner Künste lohnt sich immer ein Besuch, Kumpel. Das hier ist nicht das Ende. Jetzt legen wir erst richtig los. Jetzt seid ihr wieder komplett. Jetzt könnt ihr erstmal auf Tour gehen, ne? Ich würde sagen Hyrule-Tour.
Ich meine, wir werden mit unserer Musik immer mehr Leute zum Lächeln bringen. Unsere Gabe ist, unsere Gedanken und Gefühle ganz in unsere Musik einzubringen. Ab jetzt werden wir nicht nur die große Feen mit unserer Musik beglücken. Alle Reisenden, die zu einem Stall kommen, sollen ebenso ihre Sorgen und Nöte vergessen. Auch du bist ein Mitglied unseres Grand Ensembles Zügellos Reisender. Wie ist denn dein Name, wenn ich fragen darf? Link. So also lautet der Name des Retters unseres Grand Ensembles. Ja, ja. Ich werde ihn mir hinter den Notenschlüssel schreiben und niemals vergessen. Oh ja. Unser Grand Ensemble wird unter einem neuen Namen zu neuen Höhenflügen aufbrechen. Das Ensemble Zügellos war gestern. Ja, ja. Ab heute nennt man uns das Grand Ensemble Link ist groß. Ja, das ist famos. Famosissimo. Muss sagen, der alte Name hat mir persönlich besser gefallen. Vor allen Dingen, da man euch immer, das ist ja gleich doppelt cool, zügellos, weil die halt zügellos richtig krass ihrer Musik nachgehen und abgehen und sich halt nicht zügeln lassen. Und man trifft sie primär immer an einem Stall an, was das Ganze gleich doppelt witzig macht. Also Link ist groß, muss ich jetzt ernsthaft gestehen für diesen Kackname. Tut mir leid. Kann ich das irgendwie nee, kann ich nicht. Och, bitte nicht, Leute. Das ist echt ein Scheißname. Mach mal wieder zügellos draus. Oder keine Ahnung, oder der Fuchs ist los, oder was weiß ich, aber doch nicht. Na, egal. Herrlich, wieder hier draußen zu sein. Die frische Luft ist einfach betörend. Der feurige Rhythmus der Trommel hat mein Herz erwärmt. Bleibt nur zu hoffen, dass dir in meiner Gegenwart jetzt nicht so heiß wird. Oh Gott. Nun denn, wenn du mir die notwendigen Materialien bringst, verstärke ich deine Kleidung. Na, wie wäre das? Zeig mal, was du so kannst. Ich habe genug Kraft, um deine Kleidung bis zum Maximum zu verstärken. Let's go. Also, wir sind ja immer noch dabei, unsere, die hier da zu stärken. Da fehlen uns immer noch Sachen. Richtig ätzend. Da sind wir immer noch, na gut, Level 3. Das ist doch die, ist das das Maximum? Oder gibt's, müsste doch 4 geben, oder nicht? Da, guck mal. Das gibt auch 4. Wir brauchen dieses ganze Feuerzeug. Kann man das denn irgendwo vernünftig grinden? Also nicht, dass das 5000 Jahre dauert, weil überleg mal hier, 10 Feuerexalverschwänze, da bist du doch endlos am Start, bis du das zusammengesammelt hast. Die droppen das ja auch so gut wie nie, ne? Das ist jetzt echt mal die Frage, ich google das, glaube ich, gleich mal, weil ich würde schon gerne das einmal voll-leveln, das ist halt mein Lieblingsgewand, das wisst ihr ja, also ich stehe einfach auf dieses Orni-Gewand. Das würde ich gerne einmal voll-leveln und jetzt bin ich natürlich neugierig, was unsere grimmige Gottheit-Rüstung so macht. Wie level ich denn die ab? Ach, guck mal, die ganz einfachen Sachen. Ja, wunderbar. Hinox Fußnagel und Neidra-Schuppe. Da sind wir dann auch erstmal noch ein bisschen von entfernt. Ja, wunderbar. Also dann, wie gesagt, würde ich doch gerne, weil es einfach meine Main-Rüstung ist, würde ich halt wirklich gerne die Orni-Rüstung einmal hochmeddeln. Hylia-Helm und so könnte man natürlich auch mal machen, dass man die Hylia-Rüstung hochhaut. Aber brauchst du auch Hinox-Herzen. Müssten wir auch mal sammeln gehen. Ein paar Hinox umknallen. Um die vielleicht auch einmal auf Max-Level zu kriegen. Das ist so ein Allrounder halt, ne? Die Sonderrüstungen, sowas wie den Zora-Helm und so, das ziehst du halt in der Regel immer nur dann an, wenn du irgendwo jetzt durch Wasser durch musst, da muss man nicht unbedingt bei. Die Hylia-Kapuze beispielsweise finde ich aber auch ganz schick. Da könnte man auch nochmal bei, ne? Und das vielleicht nochmal ein bisschen hochlevelt. Weil das sieht eigentlich auch ganz hübsch aus, das Gewand, wenn es denn dann voll gelevelt ist. Na gut. Ja, da können wir eigentlich, glaube ich, bei der kannibalisieren wir nichts hiervon. Ne. Wie viel Rhodonit wir da brauchen, meine Güte. Ja, das wird noch witzig, doch. Das wird noch witzig. Das ist 3, das ist 3 und das ist erst Stufe 2. Wir brauchen unbedingt Feuer-Exalfus-Schwanz und Feuer-Lederbeißerflügel. Ich mache mir mal ein Screenie eben schnell auf die altmodische Art, indem ich einen Screenshot mit meinem Handy mache und dann google ich das noch gleich mal. Ich habe das schon mal gegoogelt, wir wissen ja auch ein paar Orte, aber so wirklich gut hat das bis jetzt noch nicht funktioniert. So, Hylia Kapuze. Ja, komm, gönn mal. Die verstärken wir mal eben schnell. Gucken uns einmal nochmal wieder die Kussanimation an. Und danach überspringen wir das, weil das ist mir zu gruselig. Und ich muss sagen, die kassiert aber ordentlich Kohle, ne? Also ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt nicht irgendwie ziemlich viel, was sie sich da reinballern, ne? Also, just saying. So, Hylia Kapuze. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Ja, ja. Jetzt erstmal nicht mehr, weil der Hahn hat gekräht und das bedeutet, wir machen an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Tschüss. So, meine Lieben, wir machen an dieser Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es mir ein Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gern.
wie immer unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz, ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.